Willkommen zurück bei Fallout 4. Hier oder so ähnlich haben wir in der letzten Folge aufgehört. Bin gerade nur im Baumenü. Wollte noch mal reinschauen. 9 Leute wohnen mittlerweile hier. Moral steigt wieder ein bisschen. Ich habe schon mal nur das Inventar aufgeräumt. Nichts war da passiert. Plus hier 2, 3 Sachen entwertet. Den Rest hinten in die Kiste gepackt und den Schrott hier eingelagert. Und wir haben den Runner-Chip. Und den geben wir heute mal ab. So, da müssen wir wieder nach Good Neighbor. Tja, und vielleicht ist das dann unsere Eintrittskarte. Hey, ignoriere mich gefälligst nicht. Hey, immer mit der Ruhe. Lass dich nicht unterkriegen. Vielleicht ist das dann unsere Eintrittskarte zum Institut. Wenn du hier bleiben willst, musst du dich einer Crew anschließen. Ich habe gehört, dass Bobby Nasen das Leute sind. Gut. Ab in die Höhle der Erinnerung. Dann bin ich mal gespannt, was die gute Amira mit dem Chip. Ach ne, wir müssen mit Bobby sprechen. Ah, okay. Sprich mit Bobby? Hieß die nicht Amira? Du bist zurück. Das leuchtende Meer, Virgil. Amari. Was ist passiert? Moment mal. Dr. Amari, genau. Dr. Amari. Hast du Virgil gefunden? Was ist passiert? Weißt du, wie man Runner-Chips entschlüsselt? Ein Runner-Chip? Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Sicherheitssystem des Instituts knacken könnten. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Ah, die kennen wir doch schon. Cool. Danke, Doktor. Ich kenne den Weg. Wirklich? Dann viel Glück. Ich hoffe, sie können dir helfen. Sauber, die Railroad. Ja, klingt nicht verkehrt. Vielleicht können wir uns ja doch noch den anschließen. Bin mir aber noch nicht sicher. Steht eine Bruderschaft. Oder können wir uns allen dreien anschließen? Ich glaube nicht, oder? Ich bin immer so zurückhaltend bei den ganzen Spielen. Brauchst du was zum Entspannen? Huch. Fred Allen, Hotel Rexfall. Ja, genau das Richtige. Ich hab nichts zu verschenken. Alles klar bei dir, Bruder? Was ist denn mit Finn passiert, Leute? Ha. Tja, wer weiß. Gehen wir wieder in den Finanzbezirk und von hier dürfte es gar nicht so weit weg sein. Bis zu den Railroad, sei denn, die haben sich nochmal woanders verschanzt, aber theoretisch sind die ja unterhalb der Kirche. Länger als die letzten überlegen, das muss man ihnen lassen. Ja, okay. Hätten wir auch direkt drin hinreisen können. Müssen wir das Spielchen nicht nochmal machen. Naja, stimmt. Ging ja noch weiter. Hallo, ich bin's wieder. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Ich habe hier einen Bericht. Der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Greentech Genetics. Oh, was weißt du darüber? Irgendein geheimnisvoller jemand hat einen Runner erledigt. Allein. Das würden vermutlich nicht mal die besten Agenten der Railroad schaffen. Du warst das also. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber
Warum hast du das gemacht? Weißt du, wie man einen Runner-Chip entschlüsselt? Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mir nach. Sofort. Ha, geil. Beste Mona weiß Bescheid. Moment mal. Da hinten ging es doch eigentlich gar nicht weiter. Hund, geh aus dem Weg. Aha. Also doch. Ins Railroad Headquarter. Jetzt. Einen Runner-Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Na, ihr habt ja eine Menge Kram. Ein paar Sarkophage. Tom, unser Gast hier hat einen Runner-Chip. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, also das läuft so. Tom beschafft dir den Code, aber danach gehört der Runner-Chip uns. Warum wollt ihr den Runner-Chip haben? Technisch ist uns das Institut Lichtjahre voraus. Und ein Runner-Chip gehört zu ihrer Spitzentechnologie. Ich führe es jetzt nicht näher aus. Aber der Chip könnte uns helfen, Leben zu retten und die Operationen des Instituts zu stören. Also, gib uns den Chip. Hm. Naja, immerhin helfen sie uns. Vielleicht brauchen wir ja wirklich bloß den Code. In Ordnung. Er gehört euch. Okay, Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Tüftel, Tom. Ich guck mal mit. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay. Wir sind noch im Geschäft. Oh Mann. Sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Das wird... Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer. Ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Wenn du keine Source retten willst, komm, geh Baby. Einfach. Wir haben's. Wir haben den Code. Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Mach dich an den Rest des Chips. Und was dich angeht, wenn du wieder mit uns arbeiten willst, lass es mich wissen. Um kristallklar zu sein, wenn du bei der Verwendung der Daten irgendetwas über das Institut erfährst, sagst du es uns zuerst. Ansonsten haben wir ein Problem miteinander. Läuft. Hey, danke, Tüftel, Tom. Hi. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Tja, geil, wir müssen wieder zurück. Wir können echt nichts machen. Schöne Sachen haben die hier. Wir müssen zurück zu Virgil. Machen wir auch direkt. Wir gehen getrennt raus, nachdem du weg bist. Hier sollte man am besten keine Aufmerksamkeit haben. Hier kommt nie einer rein, meine Güte. Na gut, dann starten wir an Virgil, den Supermutanten, Freak, Wissenschaftler, irgendwas. Nochmal einen Besuch ab, haben gute Nachrichten für ihn. Der ist hier wieder hinten am Arsch der Welt.
ist denn das? Schade, ich könnte es nicht mehr drehen. Virgil. Nichts wie rein. Draußen ist die Verstrahlung immer noch jenseits von Gut und Böse und wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern. Hey Virgil. Ich bin nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst. Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten? Ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder... Tut mir leid. Sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für'n Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen... Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Cool. Immer das klassische Radio also. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen... und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Das kriegen wir schon hin, aber mit wem? Wer hilft uns und vor allem, was brauchen wir alles? Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Ich glaube, jetzt müssen wir es optional. Gab es jetzt hier eine Aufgabe? Wir sollen mit dem Minuteman, mit dem. Genau, mit der stählernen Bruderschaft oder halt mit den Railroad verkehren. Oder sollen wir allen dreien helfen? Hol die Hilfe für den Bau des Signalfängers. Ich würde mich schon gern für eine der entscheiden, der drei Fraktionen. Ich weiß nicht, die Minutemen. Bin ich nicht so begeistert. Stählerne Bruderschaft schon eher, muss ich sagen. Sind eigentlich die stählerne Bruderschaft nicht verkehrt. Na komm, dann machen wir das mit der stählernen Bruderschaft. Immerhin haben die ein richtig geiles Luftschiff. Und das haben wir schon gesehen vor ein paar Folgen. Kann
sein, dass heute manche Texturen nicht lädt, wenn ich irgendwo schnell hingereist bin. Hatten wir vorhin schon bei der Kirche, bei der Tür. Hier jetzt auch gerade beim Polizeirevier bei der Tür. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen. Sofern das nicht unsere Operationen stört. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Was? Besuch der Brüden? Bryden? Nee. Brüdwin. Oh Gott. Wann kann ich endlich auf die Brüdwin? Paladin Dance wird entscheiden, wann du dort hinauf darfst. Bis dahin wirst du dich mit uns begnügen müssen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Brüdwin, ach so, das ist das große Luftschiff. Sagen wir mal, ich bleibe. Ah, Sarkasmus. Na komm, umarmen wir uns und beenden die Sache. Was meinst du? Du kannst sagen, was du willst, du harter Bursche. Es wird viel mehr als eine abgeschlossene Mission brauchen, um mich zu beeindrucken. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Willst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei ArcJet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay, ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit Ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Hm, okay. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Ritter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Pridwin melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Halen oder Ritter Reese erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Kriegen wir mal wieder ein paar EP? Wir könnten für die also noch Missionen machen. Was haben Gelehrte die denn? Halen? Zeigt dir Reese noch immer die kalte Schulter? Ja. Ich wünschte, wir könnten uns besser verstehen. Reese versteht sich nur mit einem Menschen. Mit Reese. Reese gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Ich werde ihm von jetzt an aus dem Weg gehen. Das wäre wohl am besten. Gib ihm Zeit. Er kommt schon noch zu Sinnen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Cool, Artefakte finden. Das hört sich doch gut an. Begonnen, Quartiermeister. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir heute hier die Folge. Machen wir dann in der nächsten Folge mal die Artefaktsuche nach irgendwelchen alten Technologien. Tja, und ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.